Mein Name ist Julio Acevedo. Ich komme aus Santiago de Chile, Südamerika. Seit 6 Jahren sind wir hier in Münster und haben wir Interdance begründet. Ich tanze, seit ich laufen kann, das heißt, seit ich denken kann. Da habe ich immer getanzt. Mir hat immer die Bühne hat mir, also ich bin selbst ein bisschen schüchtern. Und die Bühne hat mir gezeigt, dass ich konnte da machen, was ich wollte. Und habe ich am Anfang gemerkt, dass ich konnte frei auf der Bühne sein. Ganz am Anfang hatte ich eine Verletzung. Ich war ausgezeichnet in meiner Ballettschule als das beste Talent Chile. Und da habe ich alle Stipendien gewonnen. Ich war die beste Schüler des Jahres ausgezeichnet. Und dann hatte ich eine Verletzung in meinen Achilles. Und ich bin ein Kämpfer. So habe ich versucht und versucht, versucht und nach einer Weile, ich konnte nicht mehr den Fuß bewegen. Und dann war ich 6 Monate ohne Tanzen. Ich konnte nicht tanzen. Und da war für mich eine Frage, mache ich jetzt weiter mit Tanzen oder höre ich auf? Zum Glück, nach 6 Monaten hat sich verbessert. Und seitdem habe ich, man kriegt immer ein bisschen hier, ein bisschen da, aber das war mein Größtes. Ich hatte sogar geweint, oft. Ich konnte nicht und ich wollte das. Ja, meine Frau ist eine ehemalige Profitänzerin. Sie war Prima Ballerina ausgezeichnet. Sie war 3-mal in Tanz International als Top-Talentin. Sie waren in das Jahr 97 in Europa ausgezeichnet als das beste Talent Europa. Und ja, wir hatten uns durch das Tanzen kennengelernt. Wir waren in Südafrika. Ich war dort. Dort habe ich Tanja kennengelernt. Sie ist wie Wasser und ich wie Feuer. Und das können wir sehr gut auf die Bühne beibringen. Meistens die Tänzer, die wollen das extra spielen und man merkt sofort, ach, das ist nicht echt. Bei uns war echt. Unsere Kinder, die sind sehr talentiert. Die tanzen auch. Ich glaube, die haben das im Blut. Ich glaube, als Beruf werden die nicht das machen, obwohl die richtig talentiert sind. Wir haben Interdance angefangen. Die Kunden kommen zu uns und die sagen: Oh, ich habe meine Karte nicht gebracht. Dürfe ich trainieren oder dürfe ich nicht? Und bei uns war, ja natürlich, ich kenne dich. Du bist Carmen. Natürlich, komm, also, der bringt das nächste Woche an, ist okay, bei uns ist okay. Und dieses Vertrauen für unsere Kunden hat Interdance zu einer großen Familie, so sagen wir, gebaut.
Tanzen ist wie Ball, wie Musik. Wenn du ein tolles Lied hörst, manchmal erzähl eine Geschichte. So ist, man erzählt eine Geschichte, man hört diese Musik und man identifiziert sich. Mit Tanzen ist genauso. Ballett, es geht alles an Linien. Es geht, wir versuchen unsere Körper mit tollen Linien. Es ist kein Sport, es ist Kunst. Und das ist, was für das Publikum toll ist, was wir mit unserer Muskulatur machen können. Man übt nicht nur die Muskulatur, aber auch das Herz. Man übt auch die Kreativität. Man übt auch die Gedanken. Man übt viel mehr als die Muskulatur. Obwohl für die Kunden vielleicht, die wissen das nicht. Für mich ist wichtig, dass die das auch üben. Dass die denken, dass die nach dem Unterricht ein bisschen mit dem Gefühl, mit dem inneren Gefühl aufgerufen werden.